Ein geheimes Tal, irgendwo im Bundesstaat Oregon. In der letzten Folge haben wir erfolgreich unsere ersten Hybriden im Park untergebracht. Vielen Dank an alle, die einen Namensvorschlag in die Kommentare geschrieben haben. Unsere Investoren haben natürlich direkt den nächsten Auftrag für uns. Diesmal wird es allerdings richtig gefährlich, denn wir sollen diese zwei Monster im Park unterbringen und erforschen. Unser Forschungs- und Bauteam macht sich natürlich direkt an die Planung, denn heute müssen wir zwei Hochsicherheitsgehege bauen. Und jetzt geht's los mit der zweiten Folge von unserem High Security Park. Und damit gehen wir auch schon direkt in den Baupart. Das erste, was wir hier mal wieder machen, ist den Wald zu entfernen. Und jetzt kommen auch schon die ersten Wege. Auf diese runde Fläche, die ich gerade einzeichne, soll so ein Beobachtungsturm, dieser Biosyn-Turm, der hoch und runter fahren kann. Und da drumherum kommen jetzt die ersten Zäune für unsere beiden Gehege, die wir heute bauen werden. Da der Scorpius Rex und der Indoraptor wirklich sehr, sehr gefährliche Hybriden sind, wird es natürlich nicht nur bei diesem einfachen Zaun bleiben. Aber erstmal muss ich jetzt hier die Grundform von dem Gehege einzeichnen. Ihr könnt euch übrigens, damit es gleichmäßig auf beiden Seiten wird, immer ganz gut an diesen gestrichelten Linien orientieren. Also ich zähle dann einfach immer, bis zu welcher gestrichelten Linie ich die Zaunstücke einzeichne. Und dann habe ich es ungefähr auf beiden Seiten gleich. Das wird hier übrigens nicht ein großes Gehege, sondern zwei kleine. Einmal für den Scorpius Rex und einmal für den Indoraptor. Die sollen nämlich beide parallel beobachtet und erforscht werden. Und es soll halt so ein bisschen getestet werden, wie die sich so verhalten und wie stark die im Kampf sind. Und das kann man natürlich am besten, wenn sie direkt nebeneinander sind und man halt perfekten Blick auf beide hat. Und da diese beiden wirklich sehr gefährlich sind, kommt hier natürlich ein Doppelzaun rein. Das ist jetzt hier nochmal so ein Stahlzaun mit so ein bisschen Verstrebung. Werdet ihr gleich auch bestimmt nochmal vom Nahen sehen. Der sieht auch sehr, sehr cool aus. Das sieht auch optisch cool aus, wenn dann dahinter halt nur mal dieser Betonmauer ist. Hier kommt auch ein Schleusentor rein, damit die Ranger-Teams dort auch reinfahren können. Und das Ganze muss natürlich auch überwacht werden. Da kommt so ein Wachturm hin. Auf der anderen Seite habe ich das natürlich dann nochmal wiederholt mit dem Doppelzaun. Und auch hier kommt das Schleusentor rein. Und natürlich auch der Turm. Und jetzt wundert ihr euch sicher, was ich da baue. Das ist nochmal so ein drittes Gehege, wo keiner der beiden drin lebt, aber wo die dann reingelassen werden können, um halt im Kampf getestet zu werden und vielleicht auch später mal im Kampf gegeneinander. Aber das ist erstmal noch nicht geplant. Auch hier baue ich natürlich wieder einen Doppelzaun. Wir wollen ja nicht, dass die ausbrechen, das wäre eine Katastrophe. Und das sind jetzt auch schon unsere Grundrisse für die heutigen Gehege. Da kommen jetzt auch noch ganz viele Gebäude drumherum, gerade zur Beobachtung. Achso, und hier kommt auch nochmal ein Schleusentor. Es kommt auf beiden Seiten, damit Indoraptor und auch Scorpius Rex in dieses dritte Gehege halt rein können. Und jetzt baue ich sogar mal ein Gebäude komplett selber. Beziehungsweise kein Gebäude, sondern eine Plattform. Das ist immer sehr, sehr viel Arbeit. Einfach weil man halt leider keine Objekte kopieren kann, sonst wäre es leichter.
Aber wenn ich das Ganze für euch rausschneide, dann geht's immer relativ schnell und ich wollte mich da halt unbedingt mal ein bisschen ausprobieren. Gibt halt mittlerweile auch echt viele coole Bauteile. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich mich mal irgendwie ein bisschen blöd anstelle beim Bewegen der Teile oder wenn ich mal irgendwie einen Fehler mache beim Bauen. Das ist teilweise sehr kompliziert, weil man halt so viele Tasten hat. Und wenn man dann einmal eine falsche Taste drückt, dann wird irgendwie was falsch gedreht oder irgendwie resettet oder so. Also das passiert dann schon mal ab und zu. Ja, die Plattform kann man jetzt schon so langsam erkennen. Und auf die Plattform kommt zweimal hier dieses Gebäude mit der Glasscheibe vorne. Das finde ich optisch auch sehr passend zu dem Bauset, was ich hauptsächlich verwende hier in dem Park. Weil das halt auch diesen Grünton hat. Wie zum Beispiel der Turm oder der Helikopterlandeplatz hier im Hintergrund. Und daneben kommt ein Geländer. Da das Geländer sehr, sehr groß ist und lang ist, musste ich dann letztendlich die Plattform an das Geländer anpassen. Aber das war auch kein Problem, das hat sogar ganz gut gepasst. Denn ich brauche natürlich auch noch eine Rampe nach unten. Ich habe mich tatsächlich da auch gegen eine Treppe entschieden, weil eine Treppe wäre super viel Arbeit gewesen. Da hätte ich jede Stufe einzeln platzieren müssen. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich hier eine Rampe gebaut habe, dadurch können die Mitarbeiter halt dort auch mit Fahrzeugen hochfahren. Und jetzt muss ich das Ganze hier natürlich auch noch zubauen. Das war auch sehr, sehr viel Arbeit. Ihr seht ja, wie man das immer machen muss. Alles einzeln platzieren, dann drehen und dann an die richtige Stelle ziehen. Wenn man das Objekt in der Maus behalten könnte und immer wieder kopieren könnte und neu platzieren könnte, das wäre halt dann so viel einfacher. Aber dadurch, dass man immer alles halt einzeln spawnen muss, jedes Objekt, und dann die Rotation und Höhe und sowas anpassen muss, das macht es halt so kompliziert. Jetzt zeichne ich hier auch die Wege schon mal weiter ein. Und auch vor die Tore kommt Asphalt. Wenn man das Wegtool ganz, ganz schmal macht, kann man das sogar so machen, dass es am Ende relativ eckig ist oder eigentlich perfekt eckig ist. Das ist ja immer das Problem mit den anderen Wegen, die standardmäßig im Spiel sind. Die sind halt am Ende immer abgerundet und dadurch konnte man die halt nie gut vor Toren oder so enden lassen. Aber mit Mods klappt das ganz gut. Auf der anderen Seite war ich dann zu faul für noch so eine Plattform. Deswegen habe ich einfach so einen Turm gemacht. Es war halt wirklich viel Arbeit, aber ich wollte es halt einmal ausprobieren. War eigentlich für beide Seiten geplant, aber nee, keine Lust gehabt. Sage ich euch ganz offen und ehrlich. Also da wäre es halt wieder praktisch, wenn man einfach das alles kopieren könnte und einfach auf die andere Seite bauen könnte. Dann hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Jetzt gehen wir schon so ein bisschen mehr auf die Deko über. Jetzt wird es interessanter. Ich habe hier gerade auch schon einen sehr coolen Fleischfutterspender platziert. Der hat auf beiden Seiten so einen Mast und dann ist da so ein gespanntes Seil. Und in der Mitte ist halt so ein riesiger Fleischklumpen, der da runterhängt im Gehege. Sieht man jetzt leider gerade nicht, aber das werdet ihr später noch sehen. Das, was ich jetzt hier gerade baue, ist die Stelle, wo man diesen Futterspender befüllt. Weil geplant ist es auch, dass man an dieses Seil zum Beispiel auch mal eine lebende Kuh hängen kann oder kleinere oder mittlere Dinos. Und deswegen ist hier so eine Plattform, wo jetzt diese beiden Tierpfleger draufstehen. Die liefern nämlich hier gerade Fleisch, was man dann an den Haken befestigen kann. Und dadurch, dass auch mal Dinosaurier an den Haken befestigt werden, habe ich hier oben auch noch zwei kleine Käfige platziert. Die sind dann halt von dem Dinosauriertransport stehen geblieben. Und für die Mitarbeiter kamen da oben auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten hin, falls sie mal eine kleine Pause brauchen oder was besprechen müssen. Und natürlich kommt da auch noch Müll hin, also falls da mal irgendwie ein bisschen was überbleibt von dem Fleisch oder so, kann man das da in den Müll entsorgen. Und hier kommen jetzt auch noch ein paar Tierpfleger in die Glasscheiben. Dann kommt nochmal Owen hier oben hin.
Der sieht nochmal aus wie so ein wichtiger Experte. Das sind jetzt gerade noch zwei Stück, aber ich entferne gleich noch einen von den beiden Owens. Ja, jetzt steht schon einer nur noch oben. Denn der ist der Chef dort und der hat hier seine Lakaien. Die stelle ich jetzt neben ihn. Und natürlich musste das Ganze auch noch beleuchtet werden. Wir wollen ja, dass der Park schön bei Nacht aussieht. Gerade weil wir halt auch überall diese ganzen Look-Skins haben werden, die dann auch leuchten von den Dinosauriern. Muss der Rest des Parks natürlich auch gut beleuchtet sein. Und hier könnt ihr das Ganze schon mal bei Nacht sehen. Und neben den Zaun kommt auch zweimal nochmal so ein Stromgenerator oder was auch immer das ist. Einfach damit so ein bisschen mehr die Optik entsteht, dass der Strom auch unter Strom steht. Nee, dass der Zaun auch unter Strom steht, das wollte ich sagen. Und dann habe ich hier auch noch Stützen gebaut für die Rampe. Weil die sah noch ein bisschen unrealistisch aus, wenn da nichts abgestützt ist. Und darunter habe ich auch noch ein paar Kisten gestellt. Hat sich ja ganz gut angeboten, weil da einfach noch Platz war. Vor diesem Bereich habe ich auch noch mal eine extra Schranke gebaut, weil das halt ein sehr gefährlicher Bereich ist. Und da müssen dann die Leute noch mal kontrolliert werden, wenn sie da was hinbringen wollen oder rein- und rausfahren möchten. An den Rand kamen auch noch ein paar Ranger-Fahrzeuge von den Mitarbeitern. Die haben auch ihre Parkplätze hier bekommen. Dann kam ja auch noch Benzin hin. Da kann man dann auch die Autos wieder mit befüllen. Und die ganzen Geräte und sowas, die man halt verwendet. Die brauchen ja auch manchmal Benzin. Und auch hier kam nochmal so ein Stromgenerator hin. Den fand ich optisch ganz cool. Und da hinten auch nochmal ein paar Fahrzeuge. Mit weiteren Parkplätzen. Hier habe ich dann auch mal so einen Containerwagen gemacht. Den hatte ich nämlich noch gar nicht verwendet. Und ich dachte mir, hier muss eigentlich auch noch ein Kran hin, weil hier halt auch Dinosaurierkäfige sind und andere Kisten, die müssen ja auch irgendwie transportiert werden. Und da der Kran da irgendwie so alleine aussah, habe ich noch ein paar Container dazu gestellt. Und jetzt ging es schon an das erste Gehege. Das ist jetzt das Gehege von dem Scorpius Rex. Jetzt könnt ihr auch mal hier diesen Fleischfutterspender sehen. Das hängt halt dort so runter. Das Gehege habe ich übrigens extra so vertrocknet aussehen lassen, weil der Scorpius Rex dazu neigt, alles kaputt zu machen. Die ganzen Bäume. Er hat versucht, überall zu buddeln, um halt irgendwie auszubrechen. Und deswegen ist dort einfach nur noch wenig von dem Rasen übrig und den ganzen Pflanzen, die dort mal standen. In der Nähe vom Zaun dürfen gar keine Bäume stehen, weil sonst wird der Scorpius Rex versuchen, diese umzukippen und dann irgendwie über den Zaun zu klettern. Der ist nämlich intelligent und der ist sehr aggressiv. Außerdem liegen in dem Gehege auch noch einige Skelette von den Dinosauriern, mit denen er gefüttert wurde und die er getötet hat. Die zu entfernen ist einfach zu gefährlich, weil ja, man will nicht zu dem Scorpius ins Gehege rein. Deswegen lässt man die Skelette einfach liegen. Auf der anderen Seite kamen dann natürlich auch noch einige Gebäude hin. Aktuell werden in dem Indoraptor-Gehege, wo wir jetzt gerade bauen, auch Experimente ausgeführt, denn dieser wird gerade mit einem Hai gefüttert und es wird getestet, wie gerne der den isst und ob er ihn überhaupt isst. Außerdem ist natürlich dieser Bereich auch gesichert mit einer Schranke. Und auch Wachpersonal darf hier natürlich nicht fehlen.
Hier habe ich dann auch nochmal wieder ein paar Objekte verwendet, die ich vorher noch gar nicht benutzt hatte. Zum Beispiel hier dieses Containerzelt, nenne ich es mal, und auch andere Zelte. Und dann habe ich gegenüber von diesem Containerzelt auch noch wieder eine Fläche eingezeichnet, wo dann Sachen abgestellt werden. Unter anderem Kisten, Dinosaurierkäfige und Mitarbeiter, die sich um die Kisten kümmern. Ich bin mir momentan übrigens sehr unsicher, ob ich den Park wirklich später eröffnen möchte und auch Gäste in den Park lassen möchte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doof aussieht, wenn halt so viele Leute auf den Wegen rumlaufen. Ich meine, man kann ja immerhin einstellen, dass nur Mitarbeiter und Wissenschaftler und so dort rumlaufen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es unrealistisch aussieht, wenn es dann halt so viele sind. Und die verhalten sich ja auch nicht gerade irgendwie realistisch oder so, die Besucher in Jurassic World Evolution. Da müssen wir wahrscheinlich einfach testen, was besser aussieht. Ich denke mal, wenn das doof ist mit den Leuten, wenn die dort rumlaufen, dann würde ich einfach am Ende nochmal selber manuell so ein paar Leute platzieren, damit es alles ein bisschen belebter aussieht. Ich habe hier übrigens nochmal so ein Gebäude gebaut, was in den Untergrund führt. Einfach damit es realistischer ist mit der Befüllung von dem Hai-Fieder-Futterspender, weil der kommt ja aus dem Boden. Und auch der normale Futterspender, das kommt ja auch aus dem Boden. Und da macht es ja schon ein bisschen mehr Sinn, wenn wirklich unter dem Gehege irgendwie ein Tunnel oder so lang geht. Und beim Indoraptor ist das Gehege auf jeden Fall deutlich mehr bewaldet, weil der zerstört nicht so gerne seine Tarnung und seine Umgebung, wo er sich verstecken kann. Der ist da vom Verhalten ein wenig anders als der Scorpius Rex. Am Rand ist das Ganze natürlich auch trockener, da haben die Wissenschaftler darauf geachtet, weil auch hier natürlich die Gefahr besteht, wenn da Bäume am Rand stehen sollten oder sowas, dass der Indoraptor dort ausbüchst. Übrigens liegen hier in dem Gehege keine Skelette rum, weil der Indoraptor die ganzen Knochen und Überreste von dem, was er gegessen hat, einbuddelt und versteckt, damit potenzielle Beutetiere halt keinen Verdacht schöpfen. Der Scorpius, dem ist das ganz egal, der lässt alles liegen und zerstört einfach alles. Und einmal ringsum um beide Gehege kommen auch nochmal Wärmebildkameras und Bewegungsmelder. Falls da mal irgendwas Auffälliges ist, wird das direkt dem System gemeldet und da können Maßnahmen ergriffen werden oder eingeleitet werden. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem dritten Gehege. Das ist ja das Gehege, wo Sachen getestet werden und Dinosaurierkämpfe stattfinden und. Deswegen ist das Ganze so ein kleiner Dinosaurierfriedhof. Also auch wenig Bepflanzung, viele Felsen und auch Knochen, die wir gleich noch platzieren werden. Und ich habe hier auch versucht, so ein paar Schlammpfützen zu machen. Na, vertrocknete Bäume kommen natürlich auch noch dazu. Die habe ich dann so in den Boden versenkt, dass nur so ein paar Äste rausschauen. Und jetzt kommen auch schon die Knochen. Da liegt sogar ein T-Rex-Skelett. Also der wurde auch schon von einem der beiden Hybriden weggesnackt. Ein paar Büsche habe ich dann doch noch in das Gehege platziert. Und auch hier drumherum kamen natürlich die Wärmebildkameras und Bewegungssensoren. Und da ist auch schon unser Scorpius Rex. Der kommt gleich in sein Gehege. Ihr könnt natürlich gerne einen Namensvorschlag für den in die Kommentare schreiben. Und dann mit etwas Glück verewigt ihr euch hier in meinem Park. Ich teste jetzt mal, ob der hier wirklich von selber reingeht, wenn ich das aufmache. Ich muss leider beide öffnen. Weil das wieder so ein Doppeltor ist. Jetzt gucken wir mal, ob er da reingeht. Ich spule mal vor. Ah, perfekt. So ein braver Junge. Das hat doch super geklappt. Können wir hier wieder zumachen.
schon ist er in seinem Gehege. Das hier ist übrigens dieser Fleischfutterspender. Kann ich euch jetzt nochmal richtig zeigen. Das ist halt hier an so einem Seil befestigt. Und hier wird das Ganze aufgefüllt. Und ich glaube, der kann daran sogar essen. Müsste eigentlich funktionieren. Aber wir lassen jetzt erstmal unseren zweiten Hybriden frei. Das ist der Indoraptor. Mit denen könnt ihr natürlich auch Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob der auch so brav ist. Ah, guck mal, er geht auch direkt dorthin. Das ist doch super. Müssen wir die nicht mal transportieren? So, zu. Und der Indoraptor ist auch in seinem Gehege. Der Indoraptor hat übrigens auch einen Leuchtskin. Den hat der Scorpius leider nicht. Guck mal, da oben steht sogar einer und beobachtet. Die habe ich da nicht reinplatziert, die Leute. Das ist ja cool. Ach, weil ich den Park vorne eröffnet habe, damit ich das Ding hier in Betrieb nehmen kann. So sieht das Ganze übrigens beleuchtet aus. Ist mir, glaube ich, sogar schon ausreichend. Ich will auch nicht unbedingt, dass die Gehege hier beleuchtet sind. Das ist mir hier halt eigentlich schon ein bisschen zu krass. Aber ich finde das Geländer so cool und deswegen will ich das nicht austauschen. Deswegen lassen wir es jetzt so beleuchtet. Ist doch aber gar nicht schlecht. Guck mal, die haben ja auch einen guten Blick. Das Geländer verschwindet leider manchmal, wenn man irgendwie falsch guckt. Und das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.